Willkommen mal zurück, liebe Leute. Und ich hab's wir haben uns gerade an Western vorbeigeschlissen. Ich bin schon über die Mauer geschafft. Genau, leider haben wir diesen kleinen Ausschnitt nicht aufzeichnen können. Die Capture-Card war nicht schnell genug. So, aber nur ganz kurz, denn ich hing schon nach dem Game-Over-Screen an der Mauer. Und bis der Richter aufgewacht ist, war schon über die Mauer. So. Nice. Und damit gehen wir in den Dungeon. Vielleicht gibt's hier was, mit dem wir die Wächter zerstören. Und rein geht's in Dungeon. Es wäre ja cool, wenn wir hier was finden würden, was der Wächter zerstören könnte. Stell das mal vor. Das wäre in der Tat cool. Was gibt's hier? So. Erstmal so eine Art Fahrstuhl, ist ja lol. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Saar Basif. Name irgendwas. So. Ah ja. Wir kriegen noch keinen Einblick darauf, was unsere Prüfung ist. Ich würde darauf schließen, könnte drin der Monster sind. Datenübertragung beginnt. So, und die Datenübertragung beginnt. Alles voll Hightest. Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Ah, das erinnert mich wieder an das Modul. Das erinnert mich wieder an das Modul lecken. Was wir machen müssen. Weil ihr müsst wissen, die Module von der Nintendo Switch, die haben so, wie sagt man, die haben sowas dran. Und wenn man daran leckt, an dem Modul, dann schmeckt das so ganz eklig. Ich frage mich, wer daran leckt. Das haben also Games-Tester festgestellt. Weshalb leckt das so? Damit deine Kinder es nicht verschlucken. Und ich habe jetzt so entschlossen, ich werde es auch definitiv irgendwann mal ablecken. Aber ich weiß schon noch nicht wann und wie. Ich sehe es. Und das ist geiler als eine Bombe. Okay, es ist eine Bombe. Definitiv. So, wo sind wir hier? Das ist die Frage. Bäh. So, was gibt's noch andere? Aha. Hier. Okay. Bäh. Bäh, das ist eine Bombe. Ja, was kann ich? Ganz gleiche. Die hat aber auch sehr viel Kraft. Und was haben wir hier Pfeile, drin? Zweihänder. Woo! Reis ist Zweihänder. Oh, kein Platz. Ach komm, welchen Shit, ey. Welche Scheißwaffe. Tschüss. Lass mal die da. Nehmen dafür das Good Get in der Kiste. Es rappelt in den Karton oder in der Kiste. Industrie. Kann man die Bomben hier irgendwie dranheften? Oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Oh, guck mal, die können uns immer umringen, die Bomben. Lol. Und Spring! Oh. Geil, was ist das denn? Na, hier geht's ganz schön ab. De facto. Was ist das? Ich glaub, ich jag's einfach in die Luft. Was ist das? Ich glaub, ich jag's einfach in der Luft. Beste, was man definitiv machen kann.
Bernstein, auch nice. Du läufst hier wie so ein Bauer durch die Gegend mit so deiner Mistgabel. Das ist die Mistgabel der Verdammung, Alter. Bauer Link. Ich warte. Nachladen. Ich sehe. Fire. Bam. Geile Aktion, ey. Yay. Props gehen aus an das. De facto und normalerweise viel Spaß gemacht hat. Feuer. Komm. Und weg ist es. Ja, ab und zu hat es da auch noch kleine Aussetzer, ne? Aber das ist restselten. Wie ist dein? Rot. Ich bin für Brot. Hm. So kann ich die Viecher besiegen. Ich leg Sprengstoff bei ihnen ab. Das wäre eine Idee wert. Klingt ganz gut. Definitiv. Ich meine, vor allem ist es ja auch komischer Blitzsprengstoff. Vielleicht kann der. Das heißt, in der Bewährung, nice. Die haben gerade Zeissen bekommen. Mhm. Falls du es mitbekommen hast, mal lieber. Nö. Nö. Für die Nacht sieht das schön aus. Und da war ein Monster. Nein. Genau. Damn it.
Was war das gerade für abnormal komische Sachen irgendwie? Ja! Kleiner Tagesbericht am Rande. Laut der Nintendo Switch Altersbeschränkungs-App haben wir gestern 6 Stunden und 40 Minuten gespielt und heute 25 Minuten. Krass. Krasse Fakten. Tut mir leid. Nein, wenn du deine Ehrlichkeit zugibst, ist gut. Nix gut, ich hab's voll verschissen, also. Erzähl erst mal der Community, jetzt redest du mal lieber wieder. Ach man. Hallo. Community. Na, die wird dir jetzt nicht antworten. Habest du die Befürchtung? Hab ich nicht erwartet. Weiß man's? Weißt du was, mach's einfacher. Ich hieb nicht immer den ganzen Tisch weg, wenn ich mit dir reden möchte, also wenn du mal reden sollst, weil das viel zu umständlich ist. Ich dann einfach nur das Mikro nach hinten. Das funktioniert auch. Es geht auch. Super. Im Hintergrund hört man Scheiße. Die Game-Musik. Ich hab mich abgemurzt. Da sagt noch, idyllisch, Nachthimmel, hat leise die Game-Musik gehört. Halleluja. Hier, kipp mal was rüber. So. Irgendwie. Danke. Deckel drauf, sonst durst du gegen den Tisch und dann liegt alles auf dem Boden. Sehr schön. Fuck it. Ja, no, not the zombies. The blocking, Alter, the walking so, dead. So, wir werden jetzt noch ungefähr bis Hey, der hat mich getötet. Oh. Wir werden noch bis Raven Zelda spielen. Dann habe ich noch für andere Sachen, die wir noch machen sollen. Vergraben wir uns was. Ich hab ihn besiegt. Applaus dafür. Ja, ja, du machst dich witzig. Mach es nicht. Nö. Oh. Nö. Nö. Weißt du, ich stapp einfach neben ihm. Ganz viele Sprengkörper. Weißt du was? Das Nintendo-Switch Unboxing-Video hat inzwischen 8 Likes und 55 Aufrufe innerhalb von 12 Stunden. Ich wette, ich habe überhaupt nicht 100 Aufrufe. Die Zombies, wie die nerven! Zombies nerven immer. Er hat die beiden Skelette abgefackelt. Ach Mann, krieg die nicht tot. Reiselanze. Alter, kommt doch um die Ecke. Verstört. Zerstört oder verstört? Zerstört. Sie suchen alle was. Ich glaub's jetzt nicht.
Zombies machen mich voll zu schaffen. Dass diese Zombies nicht zerstört werden können noch irgendwie. Ach man. Es ist einfach nicht aufzugeben, diesen Zombies. Wir sind nicht klein zu kriegen. Ja, aber diese Zombies. Müssen einfach mal ihre Schädel aufgeben. Weißt du, ich muss alle Zombie-Schädel im Umkreis zerstören oder es geht nicht. So, Lebensgeist komplett zerstört bei den Zombies. Und für den guten Herrn, Riesenroboter, habe ich noch mal eine schöne Bombe. Ich habe mich selbst in die Luft gejagt, scheiße. Applaus, Props gehen raus und jetzt wie immer. Manu. Ja, du kannst das, ja. Ach man. Mach den nächsten draus. Ich bin so dumm! Och Manu. Ob mit dem Game Over ist, das stinkt.